So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal wieder ein Balkonkraftwerk-Update. Am 28.07.24. Der steht immer noch da. Und dieser hier auch. So, jetzt bekomme ich ja immer wieder Meinung. Verschlüsselt, nicht verschlüsselt. Ich speise viel zu wenig ein oder sowas. Die anderen speisen mehr ein. Ja, ich verstehe das schon. Warum? Die haben einen besseren Platz. Ich kann es nur immer wiederholen. Ihr seht es, da ist jetzt richtig knallhart die Sonne. Hier sind Balkone, Bäume, Bäume, Bäume. Also, ihr seht, um die Zeit ist diese Paneele richtig gut besucht, produziert. Diese weniger. Heute Nachmittag, wenn die Sonne hier steht, ist diese hier auf 100%. Also, ich mache diese Videos nicht für Leute, 20-30%, die eine 100%ige Einnahmequelle haben, sondern für Leute, die was im Weg haben, wie zum Beispiel, wenn sie in Hochhäuser wohnen, auf Balkone, Häuser im Weg sind, Bäume im Weg sind. Ihr seht es, bei mir ist es so. Es wird sich auch nicht ändern, aber trotzdem nutze ich die Balkonkraftwerke. Das ist wichtig. Und deswegen will ich euch einfach nur zeigen, was man erreichen kann, wenn was im Weg ist. Und das gucken wir uns jetzt mal wieder in Details an. So, ich muss mal eben so hingehen, ein bisschen Schatten, mein Passwort eingeben. Und so, jetzt bin ich hier. Ihr seht es jetzt hier wunderbar. Im Moment speisen die ein 414 Watt. Gleich 24 Cent. Ich habe mein Programm immer noch auf 30 Cent stehen. So, jetzt gehen wir mal rein in Details. Da seht ihr das. 414 Watt werden eingespeist. Im Moment bei schattig, Sonne, Sonne. Ihr seht es. 414 Watt. Jetzt gehen wir mal auf Details. So, da seht ihr, diesen Monat komme ich vielleicht, wir haben noch ein paar Tage, auf 40 Kilowattstunde. So, vor dem Monat hatten wir knapp 40. Davor den Monat 45 Kilowatt. Davor den Monat, ihr seht, 33, aber da war es ja noch kälter. Aber ihr seht, ich habe nicht den perfekten Zugang zur Sonne. Aber trotzdem speise ich was ein. Das will ich immer nur sagen. Ihr könnt Videos mir verlinken. Guck mal, der speist da ohne Ende rein. Dann ist das Sonnenpanel auf eine Garage, auf ein Scheunendach oder. Mit perfekten Sonneneinstrahlungen. Hier zum Beispiel Modul 1 speist im Moment ein, ihr seht es, 83,65. Modul 2, 125 hat es vorhin. Also das dauert immer etwas, bevor das aktualisiert, aber im Moment speist er ein. Oh, jetzt wieder runtergegangen. 211. Also es ist irgendwo Schatten drauf gekommen. Ihr seht es selber, war das höchste. Da stimmt wieder was nicht. Jetzt im Moment 211. Aber deswegen mache ich ja diese Videos. Balkonkraftwerke Update. Es hat nicht jeder einen perfekten Bezug zu die Quelle. Ich habe hier Häuser, ich habe hier Bäume. Morgens weniger, morgens perfekt. Nachmittags weniger, nachmittags perfekt. Und das will ich euch einfach nur zeigen. Und deswegen kritisiert, nehmt eure Meinung, ganz egal. Ich mache es jetzt im Moment so weiterhin. Und ich verlinke euch natürlich ein super Sonnenpanel, sicher, bequem und günstig. Und wenn ihr selber es nutzen wollt, weil es lohnt sich, auch wenn ihr was im Gegenstehen habt. Denkt immer daran. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.